Die Frage der Gewinnerzielungsabsicht und des Gewerbes ist allerdings nicht nur für die Steuer von Bedeutung, sondern auch für die Frage, welche Rechtsform Querdenken eigentlich hat. Denn Querdenken hatte ja versucht, gegenüber dem goldenen Aluhut, eine gemeinnützige Unternehmergesellschaft übrigens, also eine Kapitalgesellschaft, rechtliche Schritte durchzusetzen. Man hatte damals eingefordert, den Preis im Wege einer Auslobung zu erhalten, weil ja Querdenken aus jeder Nachricht Profit ziehen kann, auch wenn ein Satirepreis verliehen wird. Das hat man gesehen auch in den Videos, wo sie dazu aufgerufen hatten, den Preis dann später zu versteigern und aus dem Erlös dann eine Südseeinsel zu kaufen für die Bundesregierung. Es gibt keine Idee, die nicht absurd genug ist, als dass man nicht dadurch auch wieder Spendengelder akquirieren kann. Insofern ist das rational durchaus nachvollziehbar, dass man sich auch für solche Ideen oder PR-Aktionen bewirbt. Nun jedenfalls, Querdenken hatte damals Ansprüche geltend gemacht und auf unsere Erwiderung, dass Querdenken möglicherweise gar nicht rechtsfähig ist, sondern eigentlich nur ein Privatvermögen von Herrn Ballweg sei, hatte Herr Ballweg auch gegenüber netzpolitik.org damals zugegeben, dass möglicherweise Querdenken vielleicht gar nicht so richtig rechtsfähig ist. Wir haben es näher nachgeprüft und kommen zu einem anderen Ergebnis. Doch, Querdenken ist rechtsfähig, denn Querdenken betreibt ein Gewerbe. Das Erzielen und das Akquirieren von Spenden in diesem Umfang, wie es in den letzten Monaten erfolgt, ist eine gewerbliche Tätigkeit. Und nachdem hier mehrere Personen zusammenwirken, hat man wohl eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Denn für eine Kapitalgesellschaft hätte es einen formalen Gründungsakt bedurft und den gab es wohl nicht. Jetzt kann man sich überlegen, wer ist alles Gesellschafter? Denn alle Gesellschafter haften persönlich mit ihrem Privatvermögen unbegrenzt, also nicht begrenzt auf einer Einlage, für beispielsweise die Steuerschulden oder andere Verbindlichkeiten der Organisation. Das ist ja eigentlich gar nicht so besonders schlau. Und deswegen machen normale Spießer, die an das Rechtssystem glauben oder sich dem unterwerfen wollen, solche Sachen wie Unternehmergesellschaften gründen oder eingetragene Vereine oder GmbHs oder Parteien womöglich. Querdenken sagt sich, brauchen wir alles nicht, wir machen das einfach über Privatkonten, Bitcoin, Wallets oder andere Spendensammelsysteme und müssen dann die entsprechenden Einnahmen natürlich versteuern, aber natürlich auch mit den Folgen leben, dass man eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts hat mit der vollen gesamtschuldnerischen Haftung. Und so wie es aussieht, gibt es da so einige, die im Namen von Querdenken auftreten, sowohl die regionalen Franchise-Partner vielleicht oder Außenstellen, das wird man näher beleuchten müssen, die nach außen im Geschäftsverkehr auftreten im Namen von Querdenken.